Und jetzt die wichtigsten Hygieneregeln für den Umgang mit rohem Geflügel in der Küche. Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass man Geflügelfleisch abwaschen muss. Geflügelfleisch sollte man nicht abwaschen, weil sonst Erreger, die potenziell auf dem Fleisch sind, in der ganzen Küche verteilt werden. Beim Geflügel einfach großzügig Zewa und dann einmal sauber überall abtupfen. Um die Erreger muss man sich an der Stelle dann überhaupt keine Gedanken mehr machen, weil Geflügelfleisch sowieso immer komplett durcherhitzt werden muss. Das heißt auf mindestens 70 Grad und dann tötet man alle Erreger einfach beim Zubereiten schon. Rohes Geflügelfleisch sollte man zudem immer getrennt von anderen Lebensmitteln zubereiten. Also das Brett wechseln, wenn ihr von Gemüse zum Fleisch wechselt. Ganz, ganz wichtig ist, dass man die Hände, das Messer und auch das Schneidebrett immer mit möglichst warmem Wasser und ausreichend Seife oder Spüli abwäscht. Dann ist man auf der sicheren Seite, dass einem einfach auch nach dem Essen wirklich gut geht.